Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn man versucht, Musik von seinem Windows-Computer auf sein iPhone in die Musikmediathek zu laden, dann kann das ziemlich frustrierend sein. Vor allem, wenn man weiß, wie einfach das mit einem Android-Handy sein kann. Das Ganze ist aber gar nicht so schwer, denn in diesem Video zeige ich euch die besten drei Methoden, um Musik vom Computer auf das iPhone zu laden. Mit Kabel oder auch kabellos. Da sollte also für jeden was dabei sein. Los geht's! Die üblichste Methode, aber vielleicht nicht die einfachste, ist das Übertragen der Lieder mit der Software iTunes. Dann sind eure Lieder auch wirklich in der Musikmediathek auf eurem iPhone. Außerdem kostet das Ganze nichts, weil die Software direkt von Apple entwickelt wird, und zum anderen ist die Software sowieso ziemlich sinnvoll für Windows- und iPhone-Nutzer, weil ihr in der Software auch Backups erstellen könnt, Videos übertragen könnt und noch vieles mehr. Also, wenn ihr iTunes noch nicht installiert habt, installiert es euch. Wenn ihr bereits ein Konto beim Microsoft Store habt, öffnet ihn und installiert euch iTunes. Wenn ihr kein Konto habt, so wie ich, dann öffnet einfach den Link unten in der Videobeschreibung und ladet euch die Installationsdatei für iTunes herunter. Installiert das Programm. Weiter. Und dann würde ich euch empfehlen, bei den Installationsoptionen den Haken zu entfernen, dass iTunes als der Standard-Audio-Player ausgewählt ist. Installieren. Okay. Verbindet jetzt euer iPhone mit einem Lightning-Kabel mit eurem Computer. Schaut auf eurem iPhone, dass es auch wirklich lädt. Und wenn auf dem iPhone ein Dialog auftaucht, in dem ihr gefragt werdet, ob ihr dem Computer vertrauen wollt, dann bestätigt das Ganze. In iTunes müsste jetzt euer Gerät angezeigt werden. Wenn nicht, liegt es wahrscheinlich an eurem Lightning-Kabel. Schaut, dass ihr möglichst ein originales benutzt oder eines, das MFI zertifiziert ist. Gut, klickt dann oben links auf euer Gerät. Und wenn ihr hier bei Übersicht runterscrollt, findet ihr einige nützliche Optionen. Ihr könnt einstellen, dass sich das iPhone automatisch synchronisiert, entweder wenn das iPhone per Kabel verbunden ist oder über WLAN, wenn es sich im selben WLAN-Netz befindet. Und ihr könnt die Lieder, die aufs iPhone geladen werden, komprimieren, wenn ihr Probleme mit dem Speicher habt. Wenn ihr das Ganze auf 256 Kilobit pro Sekunde stellt, dann hört ihr keinen Unterschied zum Originallied, spart aber ganz gut Speicher. Als nächstes müsst ihr iTunes sagen, wo sich die Lieder auf eurem Computer befinden. Klickt dazu oben links auf Datei und dann auf Ordner zur Mediathek hinzufügen. Bei mir ist das der Desktop. Okay, klickt dann auf Musik. Wählt Musik synchronisieren, die ganze Mediathek aus und bestätigt das Ganze mit Anwenden. Und fertig. Die Lieder findet ihr jetzt in eurer Musikmediathek und ihr habt dadurch coole Vorteile. Und zwar könnt ihr zum Beispiel Siri sagen, spiele mir das Lied oder stoppe den Song und so weiter. Wenn ihr auf die Apple Musikmediathek verzichten könnt, dann gibt es eine andere richtig coole App, und zwar Documents. Da habt ihr die Vorteile mit Siri zwar nicht, aber dafür ist das Übertragen sehr, sehr einfach und das Ganze funktioniert sogar ohne Kabel. Ladet euch die App kostenlos aus dem App Store herunter, öffnet die App und gebt der App alle Berechtigungen, die sie benötigt. Grob gesagt ist das hier nur ein File Manager, ähnlich wie die vorinstallierte App Dateien, nur mit viel mehr Funktionen. Ihr könnt hier Lieder skippen und ihr habt noch andere coole Features. Klickt unten rechts auf das Plus und wählt dann Computer aus. Das iPhone baut jetzt eine lokale Verbindung zu eurem Windows-Computer auf. Deshalb müssen sich auch beide Geräte im selben WLAN befinden. Öffnet auf dem Computer die Website doctransfer.com und gebt den vierstelligen PIN ein. Ihr bekommt dann die gleiche Benutzeroberfläche wie auf dem iPhone angezeigt. Wenn ihr oben rechts auf das kleine Ordner-Icon klickt, könnt ihr einen neuen Ordner erstellen und dort ganz normal MP3-Dateien aufs iPhone hochladen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr auf die drei kleinen Punkte klickt, Lieder von eurem iPhone auf euren Computer herunterladen. Also sehr simpel. Wenn ihr fertig seid, klickt auf eurem iPhone auf Verbindung trennen und ihr habt denselben Ordner Musik jetzt auch auf eurem iPhone. Ihr könnt den Song abspielen lassen, ihr könnt ihn vom Sperrbildschirm aus bedienen, das Lied stoppen und wenn ihr mehrere Lieder habt, das Lied dann natürlich auch wechseln.
Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte unbedingt meine Musik auf dem iPhone in der Musikmediathek haben, um alle Funktionen wie zum Beispiel Siri nutzen zu können, ihr aber iTunes viel zu kompliziert findet, weil es eben so viele Funktionen hat, dann gibt es noch eine gute Alternative, und zwar das Programm iCareFone von Tenorshare. Dieses Programm ist sehr einfach aufgebaut, gerade dadurch aber auch so gut. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mit dem Programm könnt ihr sehr einfach alle möglichen Daten zwischen Windows und iPhone übertragen und das Ganze ohne iTunes. Bevor ihr euch das Programm installiert, stellt sicher, dass ihr Windows ausgewählt habt und beachtet, dass das Programm, um es in allen Funktionen nutzen zu können, kostenpflichtig ist. Installiert euch dann das Programm und startet es. Verbindet wieder mit einem Lightning-Kabel euer Gerät mit dem Computer und wechselt in dem Programm auf den Tab Verwalten. Klickt dann auf der linken Seite auf Musik. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine neue Playlist erstellen und auf Importieren und dann auf Datei auswählen eure Lieder von dem Windows-Computer auswählen. In der kostenlosen Version könnt ihr 10 Lieder übertragen. Wählt die Lieder aus, klickt auf Öffnen. Und schon habt ihr die Musik in eure Musikmediathek übertragen. Wenn ihr Songs habt, die ihr von eurem iPhone auf den Computer übertragen wollt, dann wählt das Lied aus und klickt auf Computer exportieren. Wählt einen Ordner aus, in dem das Lied gespeichert werden soll und klickt auf OK. Ähnlich einfach funktioniert das Ganze auch mit Fotos und Videos. Also wenn ihr ein iPhone habt, ist das schon ein recht nützliches Programm. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Gerne könnt ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.